Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Castlevania Lords of Shadow Nummer 2. Vor dieser wunderschönen Kulisse begrüße ich euch aufs Herzlichste. Bin gerade irgendwie ein bisschen aufgeregt, wie ich das eigentlich schon von Part 1 an aus bin. Und ja, wir haben in der letzten Folge unseren ersten Skill eingekauft, sind hier in diesem Unternehmen angekommen, dessen Namen ich immer wieder vergesse und auch nicht richtig aussprechen kann. Und ja, sollen jetzt hier Satans Diener ausfindig machen und ja, haben wir da aber wahrscheinlich noch einen relativ weiten Weg vor uns. Ey, was ist denn das für eine geile Statue? Also sieht auch irgendwie ein bisschen gruselig aus, aber hier sieht so einiges sehr gruselig aus in diesem Spiel. Und ja, wir haben hier schon viel Blut fließen sehen. Wir haben immer noch nicht unsere Waffen, so wie wir sie im Intro nutzen konnten. Guck mal, wir haben hier links übrigens auch eine Missionsbeschreibung. Ich muss das leere Schwert wiederfinden, also wenn man das als Missionsbeschreibung durchgehen lassen möchte. Und ja, das kommt eben dann auch noch ergänzend hinzu. Und ganz toll ist vor allen Dingen, dass wir hier überall Erfahrungspunkte noch mit aufsammeln können, indem wir Dinge zerstören. Das ist voll der Freifahrtschein für Vandalismus, voll die Vandalismuspropaganda hier. Aber ja, gut. Wow, das ist alles so. Ich bin jedes Mal aufs Neue irgendwie so total geflasht von dem, was jetzt hier noch kommen mag. Bisher hat der Schwierigkeitsgrad sich Gott sei Dank als nicht so tragisch erwiesen. Je, je, was ist denn das, was das da festhält? Ist aber ein sehr zähes Blut, wie mir scheint. Schattendolch. Ah, ja, genau. Da hatten wir irgendwann mal vor gefühlten 10.000 Jahren so ein Hinweis bekommen, wie man die anwendet. Das war, glaube ich, auch gar nicht so schwer, ne? Also, ich muss mich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Ach, guck mal, da links. Ihr müsst mal drauf achten. Also, vielleicht ist euch das schon vorher aufgefallen, aber ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wenn ich den jetzt nämlich wegwerfe, guck mal, da oben links jetzt in diesem Kreis, da geht mein Blut weg und das befüllt sich aber automatisch wieder. Das heißt, man wird hier wahrscheinlich nicht wie im ersten Teil die Situation haben, dass man irgendwas in einer bestimmten Menge sammeln und horten und finden muss, sondern man ist einfach zeitlich hier ein bisschen eingeschränkter. Ich glaube, diese Variante ist mir sogar die liebere, wenn ich ehrlich bin. Genau, der kleine Junge, der bat uns schon beim letzten Mal, ihm zu folgen. Ey, was ist das bitte für ein imposanter Raum? Ey, ich fange ja immer schon das Sabbern an, obwohl das Spiel noch nicht mal richtig begonnen hat. Das ist, glaube ich, entweder ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Zeichen. Ich weiß es nicht. So, oh ja, Sprungpassage. Was habe ich euch vermisst? Ah, guck mal, hier kann man nicht runterfallen. Ich laufe jetzt voll gegen den Abgrund und er stürzt nicht. Ich glaube, das würde er auch nicht überleben aus der Höhe. Na, wobei Gabriel überlebt, glaube ich, ein bisschen mehr als der Otto-Normalsterbliche. Und der ist ja in dem Sinne nicht mal wirklich sterblich. So, ach hier, lustiges Rumschaukeln. Da rechts ist ein Secret. Also das ist so, das sind jetzt die die Se da unten ist noch ein Secret. Guck mal da unten. Ich kann aber nicht runterspringen, oder? Doch, aber dann sterbe ich wahrscheinlich. Nein! Hä? Okay, hoffentlich habe ich da oben jetzt nichts ausgelassen, aber ich gehe mal davon aus, dass da, wo der Junge ist, dass da auch der richtige Weg sein wird. Nee, so ein Ding. Doch, ein Schmerzapplikator hatten wir schon mal, genau. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, sogar zwei von den Dingern gefunden. Einen hätte ich da fast übersehen. Und bald haben wir unsere Steinchen voll und bekommen eine erhöhte Gesundheitsleiste, beziehungsweise mehr Gesundheitskapazität, um das mal mit den Worten des Spieles aufzugreifen. So, ich hoffe, dass wir hier irgendwie auch wieder nach oben kommen. Hab da gerade so ein bisschen so Wandsprung à la Super Mario geht jetzt hier irgendwie erstmal nicht. Wow, ey, das ist so schön. Also das mit den Kerzen auf dem Boden, das erinnert mich, wenn ich jetzt nicht unbedingt mich an Teil 1 klammere, erinnert mich das so ein ganz kleines bisschen an so manche Ecken aus Bioshock 2. Wobei das hier irgendwie eine ganz andere Atmosphäre ist und ein ganz anderes Ambiente. Guck mal, da ist schon wieder so eine blöden Gitterstäbe, ja, die mich von diesem Secret hier weghalten. Keine Ahnung, ist jetzt, glaube ich, schon Nummer 3, wenn ich mich da nicht irgendwie verzählt habe. Ach, die Dinger kann man zerstören.
Ey, eigentlich voll schade um diese schönen Dinger, ey. Da hat jemand mit so viel Liebe und Detail diese ganzen Feinheiten sich ja ausgedacht, ja. Und ich komme hier einfach wie so ein pöbelndes Stück Gesocks um die Ecke und mach das kaputt. Aber ja, ich wollte gerade sagen, genau für solche Sachen will ich mir das halt nicht nehmen lassen, ne? Es ist aber auch auf Anhieb nicht erkennbar, welche Sachen hier zerstörbar sind und welche nicht, ne? In anderen Spielen da ist das immer so besonders hervorgehoben. Aber hier geht alles so grafisch nahtlos ineinander über und ich kann mich echt an der Grafik gar nicht satt sehen. Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ich schon so viel Zeit damit verschwende, mich hier umzugucken und mich daran zu erfreuen, was ich hier sehe, ey, dann müsstet ihr mich mal erleben, wenn ich Privatspiele zocke, würde ich hier wahrscheinlich noch viel, viel länger rumstehen und mich an dem Anblick ergötzen. Also das nimmt da so immer noch ganz andere Ausmaße an. So, hier links komme ich hoch, hoffentlich wieder dahin, wo ich mich vorhin in die Tiefe gestürzt habe. Ja, also irgendwas muss es später hier, also schätze ich jetzt einfach mal, geben, was uns die Möglichkeit gibt, auch zwischen den einzelnen Gebieten nochmal hin und her zu switchen, weil wenn wir dann irgendwann mal hierher zurückkehren möchten, kann ich mir nicht vorstellen, dass man diese ganzen Wege hier komplett nochmal durchlaufen muss. Schwinge, um Schwung zu holen und springe dann zum nächsten Kronleuchter. Ja, das habe ich irgendwie schon kapiert, dass das mein Ziel ist. Ich habe allerdings nicht kapiert, wie der Schwingmechanismus hier so genau vonstatten geht. Muss ich jetzt hier immer und dann so? Nee. Ich habe irgendwie noch nicht so ganz kapiert, wie das hier mit dem Schwingen funktioniert. Das ist in meinen Augen physikalisch irgendwie nicht so, ja, nicht so ganz sauber. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, um zu verstehen, nach welchen Mechanismen diese Kronleuchter funktionieren. Vielleicht hätte ich auch irgendeine Taste drücken müssen. Also ich habe das jetzt probiert, ohne auf irgendein Knöpfchen zu hauen, aber das hat mich offensichtlich nicht an das Ziel gebracht. Also immer nur hin und her laufen, aber ach so. Okay, das sah doch gut aus. Ey, das ist irgendwie. Da will ich hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Und da geradeaus, da wartet der kleine Bengel. Ey, was der von uns denken muss, ey, da muss ich wahrscheinlich auch denken. Ey, was sind das für ein Nappel hier, ey? Kommt ja überhaupt gar nicht klar. Und das soll ein mächtiger Vampir sein? Ja, der bin ich. Wir können uns gerne mal duellieren, ja? Dann zeige ich dir, was ich so alles kann. Aber wobei, vielleicht sollte ich erstmal warten, bis ich hier mehr von meiner Zaubermacht wieder zurückerlangt habe. Ey, das ist hier echt ein bisschen. Ein bisschen schwer zu begreifen für mich, aber okay. Ich hoffe, dass nicht noch mehr von diesen Passagen kommen. Oh. Ey, wie ich die ganze Zeit voll daneben grapsche, wie so ein minder bemitteltes Stück. Aber damit müssten wir jetzt Steinchen Nummer 4 haben. Das heißt, beim nächsten Secret, ja, da wird meine Sabberlache wahrscheinlich hier nur noch größer werden. Da werde ich wahrscheinlich, wenn ihr dann irgendwelche Röchelgeräusche hört, ja, so die klassischen Geräusche, die man so vernimmt, wenn jemand am Ersaufen ist, dann liegt das daran, dass ich mich hier schon wieder gar nicht halten kann vor Begeisterung. Nee, ich sollte vielleicht mal mit meinem blöden Groupie-Modus aufhören, weil nein, Konami hat mich nicht gekauft, Konami hat mich nicht bezahlt, ja, das ist einfach nur meine eigene ungefilterte Begeisterung über das, was sich hier abspielt. Und ich frage mich sowieso, ob im Laufe dieses Let's Plays sich irgendwann mal sowas wie Beruhigung einstellt. You'll pay for what you did to me and my mother. Trevor? Ach du Scheiße. Wenn das wirklich Trevor ist, dann ist das sein Sohn. Das hatten wir im Intro so ein bisschen mehr im Detail umrissen bekommen. Vielleicht bekommen wir hier auch noch mal. Ich glaube, ich habe jetzt immer zu spät auf Select gedrückt, ne? Also auf die Back-Taste. Sonst hätte er mich gleich dahin gebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Das möchte ich mir jetzt gerne noch mal durchlesen. Trevor Belmont, das Spiegelbild des unschuldigen Jungen, das der Spiegel des Schicksals Dracula zeigte, sucht die Gedanken seines reumütigen Vaters heim als Buße dafür, dass er ihn dazu verdammt hat, für immer unter dem Vampirfluch zu leiden. Die gemeinsamen Augenblicke mit seinem Erstgeborenen, die nie stattgefunden haben, erwachen nun als Bruchstücke seiner Erinnerung zum Leben, um den Schatten in seiner düsteren Erinnerung Licht entgegenzusetzen. Wenn man die Bruchstücke zusammensetzt, scheint ein unbekannter Zweck erfüllt zu werden. Deshalb führt der junge Trevor seinen Vater durch die Burg bis an die entlegensten Ecken seines Verstands, wo die verlorenen Erinnerungen verborgen sind, die es zu offenbaren gilt.
So, und hier wird das nochmal wiederholt, was er gerade eben schon gesagt hat. Ja, keine Ahnung. Am Anfang dachte ich, dass das hier irgendwie so eine helfende Hand für uns wäre. Aber offensichtlich hat Trevor hier vielleicht doch ganz andere Intentionen, uns hier durch dieses Gebäude zu geleiten. Ey, ist dieses Fenster schön oder ist das schön? Total toll. Ich bin ja hier schon wieder total begeistert. Das ist richtiges Castlevania-Feeling, wie ich es mir auch irgendwie erhofft oder erwartet hatte. So, ey, wartet mal. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder genug Erfahrungspunkte, um ja, jetzt sowieso. Ich glaube, wir brauchten... Wie viel brauchten wir? Ich hatte das in der zweiten... nicht in der zweiten Folge, sondern in der letzten Folge. Wir haben 400. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das so ein bisschen im Auge zu behalten. Können ja mal gucken. Zweitwaffen... Nee, wo waren das mit dem Upgraden und so? Leeren hier, ne? Nee. Ich weiß nicht, wie ich in mein Fähigkeiten-Menü reinkomme. Das ist schon wieder überhaupt nicht peinlich oder so. So, wartet mal, hier vielleicht? Ja, hier, genau, wenn ich auf dieses Ding raufgehe, alles klar. Preis 700 kann ich mir nicht leisten, 750 kann ich mir auch nicht leisten. Das hier schon. Warum kann ich denn das nicht nehmen? Hier steht zumindest kein Preis. Habe ich das schon? Ach, das habe ich schon. Ah, okay. Wie erkenne ich denn... Warum ist denn da noch 0%? Wie kann ich denn die Aufstiegspeitsche... Ach, wenn ich das ein paar Mal anwende, ne? Ein direkter Aufstiegsangriff, der kleine Feinde vor dir anhebt, sodass du mit weiteren Angriffen fortfahren kannst. X und A, heißt das hintereinander weg oder gleichzeitig? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall will ich mir jetzt hier irgendwas Schönes Neues kaufen. 500 haben wir noch nicht, 200 schon. 200... Den ganzen Rest habe ich irgendwie schon, wie mir scheint. Na gut, dann kann ich mal einmal dieses Ding kaufen. Eine Serie schneller Direktangriffe, die gegen ein einzelnes Ziel sehr effektiv ist. Upgrade, Ergänzung eines extrem starken Abschlussangriffs. Boah, das ist geil. XXXX, das kann ich mir alles sogar merken. Das war auch dieser Move, mit dem ich in der Vergangenheit immer so gerne gearbeitet habe, weil der einfach mal voll simpel ist und meistens automatisch kommt, wenn man ein paar Mal hintereinander angreift. So, wie verbessere ich das jetzt? Da stand doch irgendwie gerade irgendwas von Upgrade, oder nicht? Oder ich bin einfach nur schon wieder total blind. So, und hier kann ich noch irgendwas kaufen. Für 200 und ja, warum nicht? Eine Serie schwächerer Flächenangriffe als bei der kombinierten Peitsche, die aber sehr nützlich gegen viele Feinde ist. Upgrade, Ergänzung der Kombo durch zwei zusätzliche Rundwirbel, mit denen alle Feinde im Umkreis zurückgedrängt werden können. Ja, wie kriege ich denn dieses Upgrade? Habe ich das dann irgendwie automatisch oder was? Bin mir da gerade irgendwie nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt hier schon wieder voll arm geshoppt, ja. Geld habe ich jetzt momentan nicht. Guck mal kurz, was das günstigste ist. 700 habe ich hier gerade gesehen. 500. Wer bietet weniger? Wer will vorher noch gekauft werden? Hä? Okay, dann spare ich jetzt erstmal meine 500. Und ja, sollte vielleicht ein bisschen auch versuchen, mit diesen ganzen Moves zu arbeiten, da ich die hier offensichtlich irgendwie verbessern kann, wenn ich das jetzt nicht vollends falsch verstehe. Aber ich bin ja erstmal eine Weile jetzt beschäftigt, bis ich dann wieder neue Moves zustande bringen kann. Oh, das sieht schon wieder nach Rumklettern aus. Wo ist denn Trevor eigentlich? Obwohl er mein Sohn ist, habe ich irgendwie ein bisschen Angst vor ihm, wenn ich ehrlich bin. Darf man sowas überhaupt sagen? Aber das ist ja auch kein normales Vater-Sohn-Verhältnis, was wir jetzt hier haben. Ach Mist, ich hätte gedacht, dass er den Sprung irgendwie hinkriegt. Ich finde irgendwie, dass das sehr knapp aussieht, aber wahrscheinlich kommen wir an dieses Eck nur von irgendeiner anderen Seite. Oh, Secrets, Secrets. Ich spüre eure Präsenz und ich weiß, dass ihr mit begierigen Augen auf mich schaut und mich wahrscheinlich auslacht, weil ich euch irgendwie ja, nicht so finde, wie ich euch eigentlich finden möchte. So, da geht's jetzt weiter. Genau, hier habe ich vorhin versucht ranzuspringen, ne, und bin da nicht rangekommen. So, da hinten habe ich jetzt auch erstmal nichts erkennen können. Na gut, dann klettern wir hier mal weiter. So, geradeaus ist der richtige Weg. Oh, neuer Soldat mit Tagebuch. Anordnung vom neujährigen Eindreas. Ist das ein Vertipper oder heißt der wirklich Eindreas? Sieht mir aus wie nach einem I zu viel. Missionsanordnungen für den Unteroffizier erster Klasse. Eindreas, Abteilung 114. Wir wurden von der Existenz einer gewaltigen Kreatur aus Blut und Stein in Kenntnis gesetzt, die durch Bernhards Flügel wandelt. Ihr Ursprung ist nicht bekannt, doch es könnte sich um einen mächtigen Verbündeten des Schattenprinzen höchst selbst handeln. Deine Aufgabe beschränkt sich darauf, sie zu beobachten und
und dem Rat der Weisen von deinen Untersuchungen zu berichten. Unter keinen Umständen darfst du mit ihr in Kontakt kommen oder sie in irgendeiner Weise auf deine Anwesenheit aufmerksam machen. Außerdem musst du die Arbeit eines deiner Kameraden fortsetzen, der unsere Anweisungen ignorierte und Erkundungen in dem Bereich anstellte, auf der Suche nach den verborgenen Relikten, die er vorgab, gesehen zu haben. Denk daran, dass deine Anwesenheit unbemerkt bleiben muss, ganz egal, was geschieht. Okay, irgendwie macht mir das immer ein bisschen Angst, wenn solche Sachen angekündigt werden, weil ich dann immer so ein bisschen die Befürchtung habe, dass ich ähnliche Fehler begehen könnte wie meine etwas, tölpelhaft verunglückten Vorgänger, die sich hier ran probiert haben. Ey, wird mich bestimmt irgendwas verfolgen. The Void Sword. Don't leave us, my prince. Don't go. Your base is here. This is your home. We are your children. We are your true family. Ja, das glaube ich aber auch, wenn ich mir das hier so angucke. Hä? Okay. Wo soll ich hin? Ich weiß leider nicht, wohin. Ich drücke jetzt gerade ganz verzweifelt die LT-Taste. War das die LT-Taste, die mir den Weg zeigen sollte? Hä? Irgendwie werde ich hier... Da hinten ist irgendwas. Da. Da wollte ich eigentlich... Nein, da wollte ich eigentlich hinspringen. Hä? Okay, ich glaube, die Ecke ist schon mal die richtige. Also irgendwie... warum hält er sich da nicht fest? Ich glaube, ich habe gleich ein Game Over. Bestimmt irgendeine Taste verfehlt oder so. Hä, früher war das immer... Oder ich verwechsel das jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung. Während eines Sprunges kannst du die Flugbahn leicht ändern, indem du den linken Stick benutzt. Okay, aber der hat sich ja früher hat er eigentlich auch immer sich da festgehalten, automatisch, was in greifbarer Nähe war. Ja, wir hatten das ja eigentlich schon vor unseren Augen, das leere Schwert, ne? Nur irgendwie kapiere ich gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, jetzt hält er sich hier fest, sehr schön. Okay, ich habe einfach nur den Sprung ein bisschen scheiße getimed, wie mir scheint. Also wenn ihr meine Familie seid, dann seid ihr aber gerade nicht um familiäre Harmonie bemüht. Das ist nicht der Inbegriff einer Familie, wie ich sie aus den ganzen Filmen und Büchern kenne und aus meinem Real Life und hast du nicht gesehen. This is your fault. Look what you're making us do! Alter Schwede, mit Blut wird hier aber auch nicht gegeizt, oder? Du hast die leere Macht wieder aufgeladen. Verwende mit... Hallo, du da im Hintergrund, kannst du mal stehen bleiben? Verwende mit LB das leere Schwert, um deinen feinen Lebenspunkte zu stehen. Der kommt immer näher. Hallo, kannst du mir mal ein bisschen Zeit lassen, mich in Ruhe zu belesen? Oh, wie war nochmal die Ausweichtaste? Achso, okay. Alles klar. Habe ich jetzt unendlich viel Magie oder muss ich aufpassen? Oh, oh. Du hast keine leere Macht mehr. Lade sie auf, indem du dich in einem Kampf fokussierst. Lass alle Runen der Fokusleiste aufleuchten, indem du Feinde triffst und Verletzungen vermeidest. Ah, also auch 1:1 wie aus dem Vorgängerteil. Wirst du getroffen, wird der Fokus zerstört. Ja, vielen Dank, dass du mir mein Versagen nochmal so schwarz auf weiß demonstrieren musst. Ich werde das trotzdem irgendwie hinkriegen, weil der ist relativ träge. Ja, wie sammle ich die Dinger auf? Gut, so bist du fokussiert. Lassen Feinde nach jedem Treffer Blutsphären fallen. Absorbiere die Blutsphären in den leeren Magiebehälter. Drücke und halte die linke Sticktaste, um die Blutsphären zu absorbieren. Okay. Ja, ich wollte aber eigentlich erstmal noch mehr auf ihn einschlagen. Oh, oh.
Was das schon? Du hast eine neue Charakterdatei freigeschaltet. Sie sieht ja. Nein! Mann, Text, du lenkst mich hier gerade voll ab, ey. Alles deine Schuld. Was ist denn das hier wieder für eine Blutpfütze? So, wartet mal. Jetzt lese ich mir erstmal was über den Burgbewohner Steingolem durch. Der Fluch, der durch Draculas Venen fließt, wird immer mächtiger, je mehr der Vampir in seine Erinnerungen eintaucht. Als das Blut entweicht, um Teile der Burg in Besitz zu nehmen, nimmt ein monströser Steingolem Gestalt an. Die verfluchte Substanz lenkt seine Glieder wie bei einer Marionette und er ist in der Lage. In der Lange? Hey, in der Lange, ich glaube, das ist ein Fehler. Seinen Meister mit todbringender Brutalität anzugreifen. Versuche ihn mit Schlägen gegen die schrägen Säulen und Statuen zu besiegen, aus denen er besiegt? Hä? Aus denen er besteht? Oh, ich habe schon wieder voll den Knick in der Optik. Sind genauso anstrengend wie unwirksam. Wartet mal. Versuche, ach jetzt verstehe ich das. Versuche ihn mit Schlägen gegen die schrägen Säulen und Statuen zu besiegen, aus denen er besteht, sind genauso anstrengend wie unwirksam. Eigentliches Ziel ist die rote Flüssigkeit, die ihn steuert. Sieh, wozu du uns treibst. Okay. Ja, also ob ich das jetzt so begriffen habe, weiß ich noch nicht, aber ich muss eigentlich ist das Blut das Problem hier, ne? Und nicht der Steinklopf selber. Aber wo sehe ich denn, wer oder was ihn steuert? Also ich meine, ein bisschen was an Energie nehme ich ihm ja ab. Aua, nein! Ich wollte eigentlich jetzt wieder ein bisschen was an Fokus-Dings. Nein! An Fokus-Leiste mir befüllen, aber wow, okay. Ja, so wird das irgendwie eine Schnego, ja. Schade, dass ich keine Schattenmagie habe. Das wäre mir jetzt irgendwie weitaus lieber. Oh, okay, irgendwas habe ich jetzt geschafft. Okay, was muss ich jetzt machen? Hier einmal B drücken. Ih, guck mal, das Gesicht. Das Gesicht sieht aus wie von irgendeiner Puppe. Ich hasse ja Puppen. Ich finde das irgendwie in Kombination zu diesem dicken Steinkörper relativ gruselig, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber wir haben irgendein Zwischenetappenziel erreicht. Ach, du Scheiße. Ey, Alter, ey, das ist schon wieder so ein verstörendes Szenario. Ich glaube, jetzt wird der erstmal richtig aggro. Blut ist verletzlich, Stein nicht. Greife das Blut an. Ja, wo denn? Wo ist denn hier sein Blut? Ich versuche doch... Ach, ich muss ihn oben wahrscheinlich angreifen. Weiche in der Luft aus, um Luftangriffen zu entgehen. Wie soll ich ihn bitte in der Luft ausweichen? So? Okay, kann ich da jetzt irgendwas machen? Der hat sich gerade irgendwie so lassiv auf den Boden gelegt. Ich dachte... Achso, ich muss auf jeden Fall... auf jeden Fall springen, um ihm Schaden zuzufügen. So, aber wie ich in der Luft ausweichen soll, habe ich trotzdem immer noch nicht so ganz begriffen. Einfach die Ausweichentaste in der Luft drücken oder was? So, eigentlich wäre es irgendwie ganz geil, wenn ich meine Fokusleiste wieder ein bisschen befüllt kriege. Ich habe gerade probiert, in der Luft irgendwie auszuweichen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Ein bisschen wieder aufladen. Boah, ey, der teilt aber so was von ordentlich aus. Ich habe aber keinen Bock, jetzt hier schon so früh anzufangen mit Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Also das werde ich jetzt hier erstmal... Aua, werde ich hier erstmal nicht bringen. So, aber ich glaube, ja, ich glaube, der weicht Tatsache aus. Also der weicht dann so auf dem Boden aus. Ist jetzt irgendwie nicht so die optimalste Möglichkeit jetzt hier, sich vor Schaden zu schützen, aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Ich glaube, aus der Luft heraus ausweichen ging im ersten Teil nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen will ich hier gar nicht rummosern. Ich glaube, wir haben den auch gleich. Aua. Also High Five brauchst du mit mir jetzt hier nicht zu machen. Ich glaube, das macht mir nicht so dolle Spaß und befreundet sind wir so gesehen auch nicht. Nein! Wow, okay. Also wer hier zu wem gehört, ich glaube, darüber müssten wir uns nochmal in aller Seelenruhe unterhalten. Ey, ich habe 700 zusammen. Ich kann mir einen neuen Skill finanzieren. Dam, 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 dam. Ey. Es tut mir voll leid, dass ich mich da irgendwie so an jedem Raum aufgeilen muss. Aber wie geil ist das denn bitte? Boah, ich komme aus dem Schwärm schon gar nicht mehr raus. Ich muss unbedingt, wenn ich das dann nochmal spiele, also für mich privat, werde ich mir das wahrscheinlich noch ein Weilchen länger anschauen. Ich bin echt so begeistert von der Grafik hier. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man... Ach, guck mal, hier kann ich jetzt auch einkaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich echt nicht gedacht hätte, dass man das hier so noch getoppt kriegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, worauf ich mich zuerst konzentrieren möchte, aber...
Ja, das ist schwer. Ich glaube, das Lichtschwert an sich ist irgendwie schon geiler. Aber diesen Baum hier, den kriege ich halt irgendwie schneller befüllt. Ich habe sogar 750, kann das sein? Guck mal, kombinierte Peitsche, 7,8%. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin mir voll unschlüssig. Preis 700, ich habe 750. Preis 750. Du kannst diese Fähigkeit kaufen. Gucken wir mal. Ey, das ist doch perfekt. Ey, wenn ich überlege, wie häufig ich synchron blocke, dann sieht das doch echt ganz gut aus. Also zumindest gegen schwierige Gegner wird mir das hoffentlich helfen. Direkt nach einem Synchronblock kannst du einen verheerenden direkten Gegenschlag ausführen. Du kannst diese Kombo sowohl am Boden als auch in der Luft anwenden. Ja, da ich eh alles kaufen möchte, habe ich hier auch kein schlechtes Gewissen. Und bin ja bisher auch ganz gut vorangekommen, ne? Ja, aber ich kann trotzdem, ich weiß nicht, ob ich zuerst den einen Baum maximieren soll und dann erst zum nächsten gehen soll oder ob ich das so ein bisschen über Kreuz machen soll. Mich würde auch echt mal interessieren, was passiert, wenn ich einen so ein Skill auf 100% bringe. Bestimmt irgendwas voll Geiles. Dafür gibt es bestimmt auch irgendein Achievement oder so. Na gut, erstmal sollten wir vielleicht wieder ein bisschen was sammeln. Vielleicht sollte ich auch erst immer in dieses Menü wieder reingucken, wenn ich, guck mal bitte oben rechts auf der Minimap, dieses riesige X. Was soll mir das sagen? Urstein erhalten, okay. Urleere Stein. Der sah wunderschön aus, aber wofür ist der? Dieser blaue Glanz zeigt an, dass du den Wasserfall mit einer leeren Projektion kurzzeitig einfrieren kannst. Dir ist die leere Magie ausgegangen. Sieh dich um, um welche zu finden. Okay, ist das jetzt also meine nächste Aufgabe? Leere Projektionen. Ist die leere Macht aktiviert, werden die Schattendolche zu gefrorenen Geschossen, die beim Aufprall Frost säen. Ziele mit dem rechten Stick in die gewünschte Richtung und lasse RT los, um zu feuern. Während der Vorbereitung kannst du dich bewegen oder mit B abbrechen. Leere Projektionen können einige Feinde und Umgebungselemente vorübergehend einfrieren. Okay, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz lesen. Schattendolche, leere Macht aktiviert. Ach, diese leere Macht ist diese blaue Macht, ne? Ziele mit dem rechten Stick. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Sowas Ähnliches gab es, glaube ich, auch irgendwie schon. Ich glaube, wenn man, das war doch in Teil 1 auch so, wenn man irgendeine Macht aktiviert hatte und dann den Dolch angewendet hat oder so, dann war der ja auch mit einem entsprechenden Effekt belegt. Das ist hier im Grunde genommen nichts anderes. Ich darf immer nicht so kompliziert denken, ne? Ich mache mir immer die simpelsten Sachen ganz gerne, aber wohlgemerkt auch unfreiwillig schwieriger, als sie eigentlich sind. So, ich will erstmal trotzdem gucken, was wir hier gegebenenfalls noch mitnehmen können. Ja, ich habe schon verstanden, Spiel. Aber darf ich mich nicht trotzdem mal umgucken? Warum nervst du mich denn, wenn ich ja einfach nur deinen ganzen Glanz und deine ganze Glorie hier mal in Augenschein nehmen möchte, ja? So, irgendwie habe ich mir hier gerade für meinen Geschmack zu viele Wege. Achso, das hier ist kein Weg, da scheine ich erstmal nicht rüberzukommen. So, die Frage ist jetzt, ich muss ja sowieso jetzt hier lang, weil ich ja meine Magie aufladen muss. Ach, und das wird bestimmt über das Ding funktionieren. Das ist eine Magiequelle. Gehe darauf zu und nutze sie, um deine Magie aufzufüllen. Habe ich gerade zu spät angefangen vorzulesen. Aber ich glaube, ich erinnere mich noch, ja, was es damit auf sich hat. So, hier muss ich jetzt nach Statue brutal ihr Herz rausreißen. Ja, jetzt bekleckert er sich wieder. Also wenn ich Gabriel irgendwann mal treffen würde, würde ich ihm wahrscheinlich als allererstes einen Latz schenken, damit er sich nicht immer so besudelt mit dem ganzen Blut. Aber ich wage zu bezweifeln, dass er das überhaupt irgendwie gebrauchen würde. So, linke Sticktaste. Genau so, wie wir das auch aus dem anderen Teil schon kennen. Und ja, damit müssen wir im Grunde genommen da nach oben kommen. Drücke LB, um deine leere Macht zu aktivieren. Ja, was habe ich denn jetzt hier? Das war die Fledermaus. Okay, erstmal aktivieren. Dann RT und dann loslassen. Wow. Ist das schön. Das ist so schön. Boah, ey, ich glaube, Castlevania ist meine neue Grafikhure. Oh, ich glaube, ich muss mich hier voll beeilen. Also im positiven Kontext. Du kannst das gesamte... Achso, ah! Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Das gesamte Bildmaterial. Ja, ich habe doch aber gerade eigentlich kein Bild gefunden, oder? Okay, warte mal, jetzt nochmal von vorne. Oh, ja, das war das Klügste, was du hättest machen können, Negoja. Wirklich außerordentlich
weise. So, und jetzt verplempern wir diesmal keine Zeit, sondern gehen hier schnurstracks nach oben. Oh. Hallo? Jemand zu Hause? Irgendwie ist das hier gerade ganz schön beunruhigend. Ich kann irgendwie nicht abschätzen, wo hier Gefahr lauert und wo ich hier ein bisschen entspannen kann. Das kommt immer so mir nichts, dir nichts aus heiterem Himmel. Irgendwelche Bedrohungen. Was ist das denn für ein schönes, lustiges Teil? Geh auf das Relikt zu, um es aufzunehmen. Ey, ich glaube, das hätte ich auch ohne Hinweis hinbekommen, aber nur gerade so, ganz knapp, ne? So, Heiligentränen. Mit den Heiligentränen kannst du Draculas Gesundheit komplett wiederherstellen und zeitweilig seine maximale Gesundheit erhöhen. Halte Steuerkreuz unten gedrückt, um das Reliktemenü aufzurufen und wähle das Relikt mit dem rechten Stick. Aktiviere es, indem du RT drückst und hältst. Leute, wie soll ich mir das denn bitte alles merken, ja? So, wofür ist das jetzt nochmal? Gesundheit wiederherstellen und maximale Gesundheit erhöhen. Heiligentränen wählen, indem ich das halte. Okay. Steuerkreuz nach unten hatte mir das der Text gerade verraten. Wähle mit Steuerkreuz unten das gerade gefundene Relikt und halte dann RT gedrückt, um es zu benutzen. Okay. Ach so, okay. Ja, und jetzt halte ich RT. Okay, und jetzt? Was habe ich jetzt davon? Also meine Energie hat sich jetzt erhöht, ja, das ist mir irgendwie schon klar, aber ist jetzt, hier ist jetzt irgendwas kaputt gegangen, kann das sein? Hier wird bestimmt ein Secret sein. Und dann erhöht sich sowieso meine Gesundheitsanzeige, weil mir nur noch ein Steinchen fehlt. Hm, weil laut Karte ist hier nicht der richtige Weg. Hoffe ich zumindest. Hallo? Verliesschlüssel zu nutzen. Du hast keinen Schlüssel. Nein! Gabriel, du olle Kuh, warum hast du keinen Schlüssel von zu Hause mitgenommen? Mann, ey, immer lässt du alles liegen.